Tüftelchen haben wir. Ja, mehr als genug. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das sollte auf jeden Fall genau dafür reichen. Also, Alien-Artefakte. Alien-Artefakte haben wir. Die Rüstung. Wir schmeißen ein paar Sachen raus. Oder tu einfach irgendwo hier rein. Wird denn ja auch irgendwann abgeholt. So, das Schildchen brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. So, mach das da leer. Zack, 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 zack. Tu das dahin. Und wenn jetzt alles gut läuft, klappt das mit beiden. Und ja, es klappt mit beiden. Sehr schön. Also, die Theorie, die jemand aufgestellt hat in den Kommentaren, dass man die angeschlagene Rüstung nicht benutzen kann und dementsprechend quasi eine dritte MK2-Rüstung bauen müsste, ist nicht aufgegangen. Schön, also haben wir gleich die neue Rüstung. Das heißt, ich sollte jetzt erstmal drin bleiben. Und ich brauche kein Chitin mehr, danke. Ich hätte stattdessen ganz gerne wieder die Zahnräder. Das kann auch beides raus. Dann hätte ich gerne noch Stahlzahnräder. Tungsten kann drin bleiben, dann kann ich zwischendurch Tungstenmauern bauen. Was hätte ich gerne hier? Erstmal nix, so. Boah, erstmal nix, ist okay. Neue Forschung. Könnten wir eigentlich sofort anfangen, weil die müssten alle immer noch 20 jeweils drin haben. Das heißt, jetzt ist die Frage, schnellere Fließbänder. Das wäre sehr schnell gemacht. Oder die Logistik-Slots. Ja, komm, erstmal die Fließbänder. Die kurz erforschen. Währenddessen kann ich mir überlegen, was ich genau noch hier reinpacken wollte. Hat sie automatisch angezogen? Hat automatisch angezogen. Und yeah! Ding, ding. Jo, ich hätte gern nochmal so zwei davon. Hätte gern noch so 4 oder 5 davon. Und ich brauche definitiv mehr Batterien. Viel mehr Batterien. Die Schilde lasse ich erstmal so. Ding, 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 ding. Bis Platz irgendwann mal ein Problem wird, dann kann ich die aufstufen. Bau bitte, nicht forschen, bau bitte. Ja, wir haben keine Alien-Artefakte. Das Laufding braucht rote Engines, das sollte gehen. Gehen wir hier hin. Nimm mal das da. Bau mal ganz viele davon, hol dir noch ein paar extra Button. Das ging sehr schnell. Das müssen wir hier unten auch gleich aufbauen, wo wir schon mal hier sind. Das war das eine. Dann wollte ich noch mehr Logistik-Slots für mich. Genau, Research. Weil die Fließbänder brauchen das hier. Das heißt, ich nehme jetzt hier eine Fabrik. Hau die dahin. Damit es wenigstens einigermaßen in das Muster passt. Wobei, das sind die Lampen weg. Nee. Mach das einfach hier mit dran, was soll's. So, du stellst bitte her. Die da. Dafür brauchst du das da. Und du brauchst. Na komm, ist egal. Mach das da so. Dann schmeiß bitte davon welche rein und die da. So, 4 Stück. Ist jetzt nicht die Welt. Und das Ding braucht definitiv keine Speed-Module, das ist so schon ziemlich schnell. Ist jetzt nicht die Welt. Aber wir brauchen auch gar nicht so viele von den blauen. Wir brauchen die ja eigentlich echt nur für die Ecken. Damit dieser Bremseffekt, der in den Ecken auftritt, ausgeglichen wird. So, schmeiß bitte. Zip. 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 Und zip. Und wir haben nicht genug davon. Aber ja, 11 Stück sollte erstmal reichen. Automatisieren. Nö. Erstmal nicht. Gib mir Zeug, gib mir Zeug. Bau bitte. Ich brauche viel mehr Batterien. Oh. Angriff da unten. Hatte ich die Lasertürme? Da sind welche. Hatte ich die jetzt schon mitgenommen? Nee, ne? Geh mal bis dahin. Ja, komm mit. Du wirst da unten gebraucht. Ja, du wirst auch gebraucht. Weep, weep, weep. Was zerstört? Ja, es ist nur eine Mauer. Ja, 2 Mauern. Okay. Lauf, 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 lauf.
So. Piu, 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 piu. Das dauert viel zu lange. Erstmal kriegst du hier noch einen davon. Du kriegst hier einen davon. Das sind immer noch viel zu wenige. Mitnehmen, 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 mitnehmen. So. Und eigentlich zwei Abstand, ne? Ja, die Mauer hier ist komisch. Alles komisch, aber na gut. Lassen wir es erstmal so. Wo sind meine Lasertürme? Die normalen, da. So, das heißt, wir haben jetzt 6 Türme pro Dingens. So. Das könnte schon mal ein bisschen helfen. Wird unsere Stromkosten in die Höhe treiben. Weil diese ganz normalen Rubintürme verbrauchen halt recht viel, auch passiv. Du, 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 du. Aber ne, wie gesagt, das sorgt halt eigentlich nur dafür, dass ich jetzt mich mehr darum kümmere, dass wir mehr Strom haben. Oder einfach mehr Akkus. Oder beides. Du, da. Ah, ist auch schon fertig. Das, okay. Laser Shooting Speed? Ja. Wobei Damage wäre besser. Wo ist hier Laser Damage? Da, 100. Ja, mach mal den lieber. Weil Shooting Speed sorgt eigentlich nur dafür, dass wir dann öfter schießen und wieder mehr Strom verbrauchen. Ding. Was ist hier los? 6 Turrets schießen. Ach ja, das ist so ein nostalgisches Gefühl. Wieder regelmäßig Angriffe. Aber bisher keine Zerstörungsmeldung. Bisher. Haben wir da oben gute Türme gehabt? Hat aufgehört zu blinken. Ja, tot. Da liegen Leichen. Ja, die wurden richtig gut zerlegt hier. Also, der eine. Also ja, da liegen noch mehr Leichen, aber das sind, glaube ich, alles alte Leichen. Kann ich die hier? Ja, die kann ich so einsammeln, das ist praktisch. Unpraktisch ist halt, dass die jetzt eine Reichweite haben vom halben Kilometer und wir keine Roboter haben, die das da hinten einsammeln könnten. Aber ja, ich will ja nicht meckern. Aber du kannst das hier mal wegmachen. So. So. Und verbraucht die letzten Lasertürme, damit hier überall die da sind. Währenddessen das Spieleinventar ein bisschen craften lassen. Bau bitte. Also erstmal hätte ich gerne meinen neuen Slots hier drin. Batterien wieder. Ruhig 200. Dann hätte ich auch ganz gerne Draht. Falls wir mal irgendwas selber herstellen wollen. Da. 200. Dann hätte ich gerne wieder Plastik. Ich hätte gerne wieder Kohle. Ich hätte gerne... gelbe Fabriken. Nicht 50, nee, 10 Stück. Immer 10 gelbe Fabriken zu haben, ist doch eine super Sache, oder? Ja, finde ich auch. Und dann... ja, die Kisten. Aber dafür haben wir noch keine Automatisierung. Also lassen wir es erstmal so. Und ja, ich könnte auch hier wieder ein Muster machen. Und dann Blaupausen arbeiten. Aber das sind zu wenig Stellen. Bis ich da das Muster fertig habe, ist das hier schon alles vorbei. Das ist ja eigentlich immer nur 3 Türme setzen und gut ist. Okay, hier sind es jetzt 6 Türme. Nimm da noch ein. Ah, das waren unsere Türme. Wie sieht es mit Strom aus? Noch okay. Stärksten Abnehmer sind momentan die Roboports. Danach die ganzen Lasertürme sind immer noch schön hier unten. Bis der Angriff kommt, dann wird es problematisch. Achso, das mache ich nicht mehr von Hand. Das machen die Jungs. Zack. Zack. Alles weg hier. Alles weg. Gut. Eigentlich bräuchte ich jetzt Angriff.
ich vertraue mal der westlichen Verteidigungsanlage. Das schaffen die schon irgendwie. Ich hätte währenddessen ganz gerne neue Lasertürme. So. Dann sollte ich eigentlich von der Forschung her jetzt Richtung 5er Drills gehen, damit ich durchgehend die Edelsteine bekomme, also durchgehend die Topase bekomme. Da. Das wäre als nächstes Item Exits. Dafür bräuchten wir als nächstes Advanced Cables und das kostet fast gar nichts. Okay, also wenn das durch ist, dann komische Kabel, die sind da oben. Mach komische Kabel. Lasertürme habe ich. Ich brauche Batterien. Ich brauche ganz dringend Batterien. Und ich mach dich mal schneller. Und irgendwie hast du nicht genug von den Capacitor-Dingern. Das ist jetzt nicht so gut. Oh, irgendwas wurde da vorne zerstört. Was ist... 10 Türme schießen, das sind anscheinend nicht genug Türme. Oder die falschen Türme. Von da unten. Ist da irgendwo noch ein Spucker hinten? Piu, das war ein Spucker. Und der hat in so einem Winkel geschossen und trotzdem noch genug Reichweite gehabt. Die Topaz-Türme sind aber nur geil. Genau, Reparierbots kommen, das wird hingelegt. Sammeln noch die Leichen ein. So. Alles ist super. Ja, schön, 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 schön. Aber ja, definitiv noch weitere Topaz-Türme, damit alles klappt. Aber jetzt fürs Erste kann ich schon mal so halbwegs drauf vertrauen. Jedenfalls so lange, bis der nächste Evolutionssprung kommt, ne? Also wenn jetzt hier plötzlich zwei Könige oder Königinnen auftauchen, dann wird das ewig dauern, die klein zu kriegen. So, und schon haben wir jetzt überall die alten Lasertürme. Jo, super. Super, 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 super. Ja, was hätte ich jetzt ganz gerne? Ich hätte gerne nicht nur im Westen eine Verteidigung. Ich hätte gerne einmal drumherum eine Verteidigung. Deswegen setze ich hier schon mal die ganzen Jungs. So, keine Überlappung, alles gut. Achso, hier wird nichts abgebaut, weil... Kein Roboport. Haben wir da zufällig noch einen dabei? Nein. Können wir zufällig einen schnell bauen? Ja. Und schon wieder die Weak Capacitors. Ich sollte die mal ein bisschen ausbauen. Also eventuell eine zweite Fabrik noch davon bauen. So, Roboport 1, 2. Hier kommt der nächste Roboport hin. Das heißt, hier gehe ich mal kurz von der Hand durch. Damit ich während der Roboport gebaut wird, das hier schon mal alles machen kann. So, du kannst da sowas von weg, du komischer Turm gleich. Achso. Das sieht hier echt... Das geht ja mal gar nicht. Geh weg, geh weg. So. Weg, 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 weg. Das hier ist unsere südliche Verteidigungsanlage mit Löchern in den Mauern, teilweise nur Steinmauer, teilweise Zweier, teilweise Dreier, gelbe Mauern und Gott. Da. Mach dahin. So. Dann mach bitte das da weg, diese komischen umgefallenen Bäume da, alle weg. Hier unten die Bäume weg, wenn du das kannst. Und dann nimmst du bitte das da und setzt das hier überall, wo Platz dazwischen ist, dahin. Ja, überall Bäume im Weg. Ja, aber alles Anfänge ist okay.